Herzlich willkommen zur Erwartungsfolge hier in Thüringen. Wir werden beginnen heute mit Tierefüttern. Ich möchte mal allen Zuschauern danken fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Liken und alles andere auch, was mal gemacht wurde. Ne? Also kommentieren meistens. Ne? Immer gerne gesehen. Ja, wir müssen die Kühe versorgen. Wir haben das Frühling. Kalter Frühling. Sind wir ganz vorsichtig. Wir werden mal Futter holen. Futter ist nämlich jetzt knapp. Würde für heute noch reichen. Also, ich glaube, das Tages wird alle werden. Das wäre nicht so gut. Ackerbau geht es halt ähnlich. Wir haben Frost und wir haben überall Schnee. Also, was bleibt übrig? Wir werden uns Tiere schmeißen und dann nachher, wenn wir noch Zeit haben, Wald. Ne? Also Bäume. Ein bisschen Geld verdienen. Ja, also was, ne? Und sagen alle. Wäre schlecht. Dann müssten wir losfahren zum Händler und was holen, ne? Also. Vor allen Dingen Heu. Weil Heu haben nämlich keins. Der Heu ist eure Arbeit, Anführungszeichen. Die Wiese, eine Wiese, die ich gemacht habe, wird genug Heu abwerfen. Zur Not. Und wie der Regen anstehen sollte, viel muss halt noch Heutrockner gebaut werden. Ja, ansonsten wird es von Leintrockner, ne? So. Hier war die Milchkühe. Futter. Dazu mal ganz kurz stoppen. Gehen wir mal gleich mit dem Aufräumen hier, ne? Ein bisschen Mist gemacht haben sie wieder. Unsere Herrschaften. So. So, vorne mal runter. Natürlich geht nicht. Kann ich auf. Oder weil er voll ist. Könnte auch sein. Oh, so wie voll. Gut, dann mal gucken, gleich mal eins. Links, wir gehen auf rechts. Ich krieg erst mal hier rechts. Hier mal aufpassen. Mach mal aus. Ich will mal Schnee reinholen. Bisschen geleert, immer gleich ein bisschen zum Platz geschaffen für den Rest, was auf Erde rumliegt, ne? Zwei Häufchen da. So. Alter, ja, jetzt hat er aufgenommen. Ja, die Kühe und die Bullen müssen versorgt werden mit Futter und Wasser. Sonst werden sie krank, ne? Im Sommer haben sie auch. Und werden sie auch krank. Wir haben noch einen Nachwuchs gekriegt. Und zwar, das sind die ersten drei Kälber. Weibchen und wenn ich alles täuscht, haben wir noch weitere bekommen. Weibchen. Also wie? Weibchen. Es können auch Männchen kommen, ne?
Das ist reiner Zufall. Was ist das so? Lassen wir überraschen. So, oben das nächste. Machen wir gleich hier los, ne? Ja, da müssen wir sehen, wir irgendwann Milchwagen bekommen. Wir haben die erste Milch. Das ist noch nicht viel. Ich wüsste auch nicht, wie viel reingehen würde jetzt an Milch. Weil ich keinen Tank sehe. Bis hier nicht vorgesehen. Aber gut. Das ist mal ein anderes Thema, ne? Ein optisch gesehen ist kein Star, aber es ist halt da, ne? Müsste mal als Star betrachten. War hier keine Rohwa mehr drin gewesen? Was fehlt denn? Es fehlt nichts. Aber heute geht's neu. Das ist typisch. Aber der Rest ist reichlich da. So. Gehen wir wieder auf 5. Die Anfangsphase haben wir geschafft. Hört ihr auf? So. Vollgas, Junge, Vollgas. Ja. Volle Power. Hier auf Thüringen, ne? Winterlandschaft, aber die Bäume werden schon leicht grün. Gut, nehmen wir nicht so genau, ne? Weil normalerweise ist ja so, aber ich denke mal, oh, der Schnee wegkommt, wir haben News gerade, ne? Mal sehen, am Tage wird das sich wieder ein bisschen ändern, aber Ackerbau wird nicht gehen. Schon wird alles vorbereitet, alles. So. Nur so eine knifflige Sache, den Träger zu finden. Aber längerfristig gesehen will ich mir einen Stall aufstellen, der entsprechend weiß genau, was ist und wie viel drin ist. Ne? Das kann man jetzt auch sehen in Statistik, aber wir haben keinen Mist hier. Ne? Kann jetzt mal Strom geben, aber alles ohne Erfolg. Jo, Futter drauf mit Rand. Ja, mit dem größeren Futter mit Schwamm komme ich leider schlecht in den anderen Bereich rein. Aber müssen wir mal sehen. Oder? LKW abkippen und dann mit dem aufladen, das geht ja auch. Ne? Rein theoretisch. Ah, nicht das wieder rum, ne? Das wäre blöd. So. Meine Seite gewechselt.
Verfressen, glaube ich. Dritte Wagen schon. Gut, der reicht für zwei Tage, ne? Mal zu sagen, ne? Normalerweise kriegen sie jeden Tag neu. Beziehungsweise halbtäglich, ne? Also früh und abends kriegen sie ein neues Futter normalerweise. Dritte Wagen. Mann, wir Mist hier, die Ruder hier. Da draus schaffst du Drohne, um dahin zu kommen, ne? Mit Futter, ne? Jo, bin ich. Ja, die Musik passt, ne? Also nicht so laut, nicht so leise. Ich bin nicht so laut, nicht so leise. Und das Wichtige ist, wir hören Fahrgeräusche, ne? Das ist immer blöd, man kann mal nur schätzen und nur den Balken ausschlagen, ne? Also Maximum, Minimum, also wenn es in den gelben Bereich geht, ist gerade so okay. Geht es in den roten Bereich, ist es ja, zu laut. Und geht's zu tief im grünen Bereich, ist zu leise, ne? Wieder. Das ist ein großes Loch hier, glaube ich, hier. Oder wir fressen heute. Der Wechsel, glaube ich, die Seite. Wollte ich sein. Na, jetzt geht's hoch. 105.000 brauche ich schon. Die nächsten brauchen 1,2 Millionen im Jahr. Komplett alle. Na gut, der nächste geht ja so bei den Dinger rein, ne, bei den Bullen. Ne? Ja, dann drei Wagen. Dann muss ich bald überlegen, muss ich einen größeren holen. Ne? Oder haben wir einen kürzeren Weg? Nee, haben wir nicht, ne? Muss man Lifts anschauen, ne? Tja, dann wollen wir bald Gas geben, wenn wir Heu kriegen, ne? Was wird der Futter da klappt? Da ist Schneering gefallen in der Halle. Das soll normalerweise nicht passieren. Beim Lager. So. Gibt gleich Wasser. Und die Kühe auch gleich Wasser geben. Nein. Hier geht dann notfalls ja noch Pumpe und dann automatisch Wasser rein. Aber wie gesagt, ich hab's gerne voll, ne?
So, schauen wir mal. Dafür ist er ja gut geeignet, ne? Ist ja schön wendig, ne? Oh. Da sieht er wie Ochse hier mehr im Weg. Weiß ich genau, ich habe gerade einmal aktiviert. Hat er sich gerade weggewackelt. Also, links, links, links passt. Hier ist er, der Punkt. Der gewisse, dass es hier sich dann füllt. Kann man schön sehen, ne? Bei den Nachbarn. Auch was zu sehen. Und da nicht, dass ich nicht hingeht, da hätte der vorne hin, ne? So, wieder alle. Muss ich überlegen, ob ich da was einen größeren Wagen anschaue, aber ist schlecht rein hier. Aber ich tendiere eher zu, das Vieh ab da. Doch nee, Kuh. Das ist ja keine Kühe, das sind ja hier Bullen, ne? Mit Eutern und so, ne? Tesla hier, wie er seine Frau sagt, das ist die Kuh. Obwohl die Tiere sind nicht blöd, in Anführungszeichen, die wissen schon. Den Sommer haben, dass sie das laut geben müssen, sozusagen. Ganz auch Huben, die kommen auch. Extrem neugierig. So, dann fahren wir noch wieder hoch, ne? Und die Bullen kriegen wir leider noch mit, aber nicht mit dem Bullen bei der machen. Aber immer fertig. Gas geben, Gas geben! So. Wir schauen ein bisschen auf die Temperatur vom Rechner, dass nicht zu lauch, zu heiß wird. Ein bisschen Optimierungsprogramm gelaufen habe, ein bisschen übertaktet. Nur was probieren, wo wir vorwärts reinkommen. Ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Also höchstens hinten rum. Ne? Ist ja so nicht vorgesehen normalerweise. Ne? Der Trigger sollte eigentlich vorne sein. Aber es klappt das nicht. Höchstens von oben. Also ich müsste nicht so genau nehmen mit der Kühe hier. Die haben keine Kollision, ne? Also die ab und zu mal tun sich vom Auto laufen, ne? Also die kriegst auch nicht weggescheucht. Da fahren wir halt durch, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge, für die heutige. Ja, ersten Teil. Dann sagt mal tschüss und wir sehen uns. Ciao. Tja, es geht gleich weiter. Tschüss und danke fürs Reinschauen.